Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Heute ist schon wieder Donnerstag. Juhu, bald schon wieder Wochenende. Ich freue mich schon voll drauf. Und ich hoffe mal, dieses Wochenende muss ich nicht das ganze Wochenende krank im Bett rumliegen, ja? Also heute geht es mir wirklich ganz gut. Ich sag mal, so 90% haben wir jetzt wieder von der normalen Energie. Und ihr wisst jetzt auch, wie ich bin, wenn ich nicht meine normale, reguläre Energie habe, nämlich mäh. Ja, also es schaut gut aus, mir geht es wieder sehr viel besser. Gestern war ich einkaufen, musste ein bisschen mehr gestern einkaufen. Ich war im Rossmann, so Waschmittel und so ein Zeugs einkaufen und dann noch beim Aldi Essen einkaufen. Da war ich eine ganze Weile unterwegs, 2 Stunden. Und ja, also diesmal ist auch nicht der Boden mir entgegengekommen beim Einkaufen. Es war alles ganz normal. So am Schluss dann kurz vor der Kasse, da habe ich dann gemerkt, so jetzt reicht's ja. Jetzt ist gut, mal wieder nach Hause zu kommen und mal kurz hinzusetzen. Aber ansonsten war alles so gut. Kann auch wieder ganz normal essen. So zwischendrin wird es mal ab und zu noch mal ein bisschen flau im Magen. Geht aber dann auch wieder vorbei. Also, ich würde mal sagen, es passt wieder, ja. Gott sei Dank, ganz ehrlich, war das nervig und bescheuert jetzt. Möchte mich auch ganz herzlich bedanken für die ganzen lieben, ja, Wünsche und Genesungswünsche, die ihr mir gesendet habt und zukommen lassen habt, in die Kommentare reingeschrieben habt unter meine Videos und so und in der Community, in den Posts und auch für die ganzen Tipps, was ich noch machen könnt, zum Beispiel Ingwer noch ja, nehmen als Tee wahrscheinlich, so die Idee. Vielen, vielen Dank dafür und ja, danke, dass ihr mir die Treue haltet sozusagen, auch wenn auf Twitch gerade gar nichts geht, seit Ewigkeiten erst PC, dann ich out of order, ja. Also vielen Dank dafür und ich würde mal sagen, also heute schaut es auf jeden Fall gut aus, sofern jetzt morgen nicht wieder irgendwas Komisches passiert, würde ich mal sagen, der Stream für morgen um 10 Uhr Vormittag steht, ja. Also peilen wir es mal an, am Freitag 10 Uhr Stream auf Twitch. Ich hoffe mal, es kommt nichts dazwischen, aber ich bin jetzt immer guter Hoffnung und ihr sprecht einfach weiter. Das Mantra: Jasmin bleibt gesund, okay? Nena bleibt gesund und dann passt alles, würde ich mal sagen. Ja, ich habe jetzt hier die letzte, meine Spielzeit läuft jetzt dann ab. Ja, die letzten 2 Stunden laufen, habe ich gerade gesehen. Im Blizzard-Dings. Deswegen dachte ich mir, komm, dann gehe einfach jetzt mal schnell noch rein und schaue ich ein letztes Mal, wie es mit der WoW-Marke ausschaut. Und ansonsten, ja, werde ich halt dann Spielzeit mal kaufen mit echt Geld, ja. Ja, und ich habe festgestellt, ja, ich bin der Bot. Das habe ich gestern in den Kommentaren nämlich gefragt, wie das ist. Kann man eigentlich mehrere WoW-Marken im Inventar haben oder immer nur eine? Weil wenn man mehrere haben kann, dann bin ich deppert, weil dann hätte ich zuschlagen sollen, als es günstig war und ein paar mehr einkaufen. Und ja, wie es ausschaut, bin ich deppert. Also dumm gelaufen. Für die Zukunft weiß ich es ja. Dann schlage ich gleich zu, wenn die wieder niedrig ist, auf 3,15, war jetzt der niedrigste Preis, was ich gesehen habe. Oder waren es 3,10 sogar? Ich weiß nur. Auf jeden Fall werde ich dann zuschlagen und ein paar mehr kaufen. Aber im Moment schaut es eh schlecht aus, weil ich habe nicht mehr so viel Gold. Ich habe jetzt ganze 487.000 Gold. Also ich habe ganz viel ausgegeben in letzter Zeit und ja, an Investitionen, ja. Es waren ganz viele Sachen im Auktionshaus günstig drin, wo ich einfach zugeschlagen habe, weil ich weiß ganz genau, dass der Preis auch wieder steigt und dann ist es gut, wenn ich viel habe zum Einstellen, okay? Ja, deswegen in letzter Zeit habe ich auch nicht viel verkaufen können, weil ja alle Sachen, die ich hatte, günstig waren und alle
Sachen, die teuer waren, da hatte ich nichts mehr. Also voll doof, aber ich muss jetzt halt erst einmal hier meinen Warenbestand aufstocken und da muss ich erstmal ordentlich investieren und dann einfach zuschlagen und raushauen, was geht, wenn das Zeug wieder ansteigt im Preis. Bin auch schon ganz gespannt, wie es jetzt gleich aussehen wird. Da gucke ich gleich im Hortler hier jetzt mit dem Ali einmal kurz abchecken. Also der hat heute nicht sehr viel hier drin. Ja, in der Post 122 Gold, das ist echt wenig. Ich muss mir das mal so im Verlauf der Woche anschauen, ob es da irgendwelche Anhaltspunkte gibt, wann es gut geht und wann nicht so. Ich sehe jetzt zum Beispiel hier, letzte Woche, 21.02. war das, da waren es auch voll mies, da waren nur 150 Gold drin. Wohingegen zum Beispiel vor 2 Tagen es fast 1000 waren. Naja, weiß auch nicht, aber nun gut, ich mache halt einfach weiter, ja. Ja, hier haben wir heute nur ein Rezept verkauft und ein Pad, also echt wenig. Nun gut, wir nehmen das Gold raus, ich habe es aufnotiert und schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwas brauchen. Ja, da können wir noch eins mitnehmen. Ein blaues nehmen wir auch noch mit. Was brauchen wir noch? Weißes brauchen wir. Auch eins, genau. Gut, dann haben wir wieder alles. Ich glaube, an den Rezepten dürfte ich auch wieder Nachschub holen. Da geht mir, glaube ich, gerade ein bisschen was aus. Da muss ich mal schauen. So, also, dann sind wir hier. WoW Marke, 3,55. Ja, teuer, 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 teuer. Kann man nichts kaufen. Hier oben steht es auch, ja. Wirklich mega cool, das Ding hier. Dieses Add-on zum Add-on, also diese kleine Implementierung. Hier von Titan Panel Token Checker. Finde ich echt super, ja. Sieht man es gleich hier oben. Und sieht man halt auch, wenn man irgendwo Questen unterwegs ist. So, oh, hier gerade günstig, schnell, schnell, schnell einkaufen, ja. Also ist echt super praktisch. Und man alle 5 Minuten aktualisiert es das scheinbar. Und man kann auch einmal draufklicken für Sofortaktualisierung. Gut, also hier ist alles noch drin. Aber wurde nicht viel gekauft. Naja, schauen wir einfach mal durch. Das ist heute wieder ein bisschen teurer. Da können wir wieder mal ein paar einstellen. Das passt und so langsam gehen die Dinger dann auch mal weg, ja. Ja, hier ist alles noch drin. Ich bin auch hier alleine. Also hier habe ich keine Konkurrenz, außer bei dem. Das ist immer günstig. Was fragt mich nicht, warum? Ich habe absolut keinen Plan. Keine Ahnung, ja. Ich weiß nicht, wieso dieses eine Rezept immer so günstig reingestellt wird. Aber da mache ich halt, wie gesagt, nicht mit. Das lasse ich dann einfach sein. So, und der Rest stellen wir alles nochmal rein, wo ich jetzt Konkurrenz bekommen habe oder wo abgelaufen ist oder gekauft wurde. Ja, man sieht hier 16 Stück verkauft. Also das geht wirklich immer gut weg jetzt. Das ist wunderbar. Naja, 24 Stück verkauft. Also das ist echt okay, finde ich, ne? Heute halt nicht so viel rausgekauft worden, aber gut, macht nichts. So, und auch hier bei den Motteneiern, also hier sieht man halt einfach, das Weiße ist irgendwie der Hit. 19 Stück verkauft schon und die anderen zwei eher weniger, aber ist wie gesagt auch egal. Einfach immer rein damit und gehen schon auch immer mal raus. So, hier, diese Katzen, da habe ich jetzt beschlossen, dass ich die noch ein bisschen günstiger mache, weil sie noch zu schleppend rausgehen. Deswegen stelle ich sie rein für 19. Hier habe ich aus Versehen für 99 eingestellt. Ja, das war ein Versehen, weil das bringt gar nichts, so wird das überhaupt nicht gekauft. Und ja, also die Katzen, die stelle ich jetzt für 19 rein. Und diese Eulen, die muss ich auch noch mal günstiger machen, weil die halt auch wirklich überhaupt gar nicht weggehen. Und so macht es halt einfach auch überhaupt gar keinen Sinn. Ja, so, dann auch noch mal eins. Gut, da haben wir jetzt noch den Schneehasen. Wie schaut es mit dem aus? Der geht auch nicht so gut. Dann machen wir hier auch mal günstiger und stellen den für 19 rein. Also bei den Horde-Pets, da habe ich ja so jetzt die meisten für 9 Gold drin. Also sehr günstig, aber so gehen sie halt dann auch raus. Ja, für 9 Gold kann man Schweins mitnehmen, ne? So, bevor man dann selber umeinander gondelt, auch wenn es beim Händler gibt, man muss trotzdem rumgondeln. So, und hier sehen wir halt,
Diese Eulen, die gehen überhaupt gar nicht. Ja, hier eins verkauft seit meiner gesamten TSM-Zeit jetzt, was ja auch schon 5, 6 Wochen sind, glaube ich. Das ist echt mies und hier gar keins, deswegen machen wir hier einfach nochmal günstiger und wenn sie regelmäßig für 9 rausgehen, dann ist auch gut, ja? Schauen wir einfach mal. So, fertig, das war's und dann logge ich hier schon wieder aus und gehe gleich mit meinem Hortler rein. Meine Güte, echt. Und da bin ich jetzt wieder sehr gespannt, wie es heute hier ausschaut mit den Preisen. Ja, ich habe hier eine schöne Liste, die zeige ich euch dann morgen im Stream. Die finde ich super cool und da notiere ich mir einfach Min- und Max-Preise drauf von diese Items, die ich jetzt so standardmäßig hier immer rauskaufe und wieder reinstelle. Jetzt gucken wir erst mal, oh, WTF, was ist das denn? 148.000 Gold? Wo kommt denn jetzt das auf einmal her? Verstehe ich nicht. Warum so viel? Ich habe doch nicht so viel verkauft. So viel hatte ich gar nicht drin. Okay. Ja, wir werden es rausfinden, wo es herkommt. Ja, schauen wir mal durch, was alles sich verkauft hat. Aber hä? 148.000? Oh mein Gott. Das schreibt mir jetzt gleich mal auf. Das ist natürlich super cool. Ja, weil ich habe sehr viel ausgegeben in letzter Zeit. Deswegen habe ich hier ein klein bisschen, ja, weniger. Ja, ich verstehe es nicht. Okay, wir schauen mal. Also hier, das Ding, das hat sich gestern ganz gut verkauft, ja. Dieses rechtzeitiges Ableben, Buffwood. Das war gestern recht teuer drin. Ich habe es mir hier auch aufgeschrieben. Ich schreibe mir immer auf, wenn besondere Preise sind. Ja, wenn der Preis nochmal günstiger ist, als ich schon mir standardmäßig notiert habe oder es halt nochmal schön teurer ist, damit ich einfach weiß, was sind die Min- und Max-Preise. So, ja, und das war gestern recht teuer drin. Wo habe ich es denn? Da. Und zwar... normalerweise so Durchschnittspreis zum Einkaufen so 1,20, 1,10, das günstigste war jetzt 1,9 oder sowas, ja, wo ein Stück drin war zum Einkaufen und da habe ich ein paar gekauft, ich hatte glaube ich 50 Stück oder so. Und dann der Verkaufspreis, der war immer trotzdem recht niedrig, der ist da immer irgendwie rumgegondelt um die 2 rum. Und es ist halt nicht der Hit, ja. Also, und jetzt gestern plötzlich, also ich sag's ja, warten lohnt sich einfach, ja. Einfach abwarten. Zusammenramschen das Zeug, kaufen, wenn es billig ist. Und dann wirklich Geduld haben, nicht aus der Ruhe bringen lassen. Es ist, wie gesagt, wie mit Aktien und mit Bitcoin und anderen Coin-Dingern und so. Man muss einfach Geduld haben. Man darf nicht vorschnell irgendwie sagen, oh scheiße, das verkauft sich nicht, ich hau's jetzt weg, ja. Nee, einfach schön geduldig abwarten. Es passiert ja nichts. Ja, es passiert nichts, okay, die Welt geht nicht unter, die dreht sich trotzdem weiter. Und dann plötzlich war es gestern tatsächlich drin für 5 Gold. Ja, also ich habe eingekauft für 1,20 oder so und gestern dann alle rausgehauen für 5 Gold und es ist jetzt auch nicht die Welt, ne? Es gibt sehr viel bessere Items, wo du schon 50 Gold dazwischen hast als Differenz oder sogar 100 oder noch mehr, aber das sind jetzt halt auch 4 Gold pro Stück und das mal 50 ist auch okay, sage ich mal, ne? Also das ist halt eins von den Items, das nicht ganz so viel abwirft. Aber für mich ist es trotzdem okay. Und ich möchte halt einfach immer irgendwas haben, was ich traden kann, weil es mir halt einfach Spaß macht. Wenn ich nichts habe, wenn heute nichts ist, was teuer ist und ich nichts habe zum Einstellen, ja, dann denke ich mir auch langweilig, okay. Also gut, das hat sich jedenfalls gestern schön verkauft. Dann hier wieder ein paar Blümchen, ein paar Rezepte. Ja, hier ist es einmal auch wieder abgelaufen. Dann hier diese Vantus-Runen, die waren gestern auch, da waren ein paar drin für 40. Vantus-Rune-Gewölbe war das, also ich habe mir da die 3 Stück rausgesucht, wo ich dachte, da könnte was gehen. Und Gewölbe war jetzt immer drin, für 116 war es drin, dann mal für 150 und so. Und gestern
waren ein paar drin für 40 und es waren nur 5 Stück oder so. Und die habe ich natürlich sofort rausgekauft, ja, weil die natürlich sehr viel günstiger waren. Statt 116,40 habe ich gekauft. Ah, nee, Quatsch, das war nicht die Blödsinn. Nein, ich habe Schwachsinn erzählt. Hier steht es ja, ich habe 5 Stück gekauft für 84, ja. Und genau, Gewölbe war das für 84 und die waren auch schon auf 165 oben. Die habe ich gekauft. Wieso habe ich dann 2 reingestellt? Ich weiß es gerade nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Naja, wurscht. Schauen wir mal weiter. Jetzt weiß ich es nicht mehr genau. Aber irgendwas habe ich mir schon dabei gedacht. Auf jeden Fall waren die günstiger drin und ich habe sie rausgekauft. So. Ja, hier haben wir wieder ein paar Rezeptchen verkauft und ein paar Pads auch. Ah ja, dieses teure Pad hat sie jetzt auch verkauft. Die muss mal loswerden, wie gesagt, weil das doof ist. Was? Hä? Oh! Ah, jetzt sehe ich, wo das herkommt. 145.000 Gold in einer Nachricht gesendet. Also eine edle Spende, ja. Von einem edlen Spender. Vielen Dank. Hier steht privat, deswegen kann ich es jetzt nicht öffnen und nicht vorlesen, okay? Das respektiere ich natürlich. Und ich sage jetzt mal unbekannterweise, weil ich noch nicht weiß, von wem es ist, aber ich schaue es dann nachher nach, wenn das Video zu Ende ist, ja. Und keiner es sieht, dann gucke ich nach. Und ja, ich danke dir ganz herzlich. Das hilft mir im Moment sehr viel weiter, weil, wie gesagt, habe viel ausgegeben und ja, kann ich ein bisschen brauchen. Und wenn die Marke wieder günstig ist, dann werde ich auch zuschlagen und dann werde ich auch wirklich ein paar mehr gleich horten einkaufen. Vielen, vielen Dank. 145.304 Gold und 82 Silber. Vielen Dank dafür. Sehr cool. Ja, dann wissen wir jetzt, wo es herkommt, ne? Ja. Okay, hier haben wir nochmal Rosenstrauß. Ah, schaut mal, dieser Foliant hier, Verwandlung für die Mages, hat sich auch verkauft, Gott sei Dank. Dann bin ich jetzt alle beide wieder los. Ich schätze mal, damit habe ich jetzt Verlust gemacht, weil ich es einfach, ja, weil es halt teuer im Einkauf ist und ich es öfters eingestellt habe und die Einstellgebühren echt hoch sind, ja. Also selbst wenn du es nur 12 Stunden Minimum Einstellzeit einstellst, dann kostet es auch schon über 100 Gold, das Einstellen und ja, naja. Gut, also hier sind ein paar Dinger mit Nachrichten, mit Privat, die lese ich jetzt natürlich nicht vor. Hier seht ihr jedenfalls, was sich alles wieder verkauft hat. Das ist alles total okay. Dieses Ding ist jetzt auch weg. Das freut mich total, dass das weg ist. Und ich danke ganz herzlich für die Spende. Vielen, vielen Dank. Und ich nehme das Gold raus. Halt, alles verkauft. Oh, jetzt kann ich es gar nicht rausnehmen. Na, Moment, ich könnte ja gesamte Post auf öffnen machen, das passt. Genau, ah ne, ich kann, nee, wartet mal, man kann es so noch, ja, ich kann gesamte Post öffnen, weil es ist nichts drin, wo es mir jetzt 10.000 Items reinhaut. Aber ich zeige euch trotzdem, wie es geht. Ich kann jetzt alle abgelaufenen noch nehmen, ja. Und wie bringe ich das jetzt raus? Da mache ich jetzt alle sonstigen, weil sonst ist nichts drin. So. Yeah, 636.000. Yeah, das schaut doch schon wieder besser aus, oder? Das finde ich super. Also dann haben wir heute Einnahmen von, ja, ich brauche jetzt gar nicht zusammenrechnen. Das vom Ali war ja nicht viel, 122 nur. Okay, aber wie heißt, ich schreibe es trotzdem jetzt auf. 148.800 Gold ungefähr heute, ja? Was natürlich ein Großteil jetzt Spende ist, ne, und nicht so viel Einnahmen. Aber ist ja wurscht, Hauptsache ich habe genügend Gold, damit ich meine Marken kaufen kann und weiter traden kann. So, und heute haben wir hier wieder 336.380 Gold. Ah ja, und das Datum habe ich noch vergessen. Heute ist der 29.02. Morgen ist schon der 1. März. Nimmer lang, dann wird's Frühling. Juhu, endlich, echt. Ich freue mich so sehr. Am Sonntag soll schönes Wetter werden mit Sonnenschein und auch relativ warm.
Also über 10 Grad auf jeden Fall. Und eventuell gehe ich mal ein bisschen in meinen Garten raus und gruschtel da ein wenig rum. Vom Winter, es ist ein bisschen was kaputt. Der Zaun, mein Sichtschutz hat sich an ein paar Stellen abgelöst. Es war ja sehr, sehr stürmisch teilweise bei uns. Unser Trampolin hat es ja auch über die Straße geweht. Das musste ich dann leider entsorgen. Ja, das war jetzt komplett kaputt dann. Ich hatte das schon gebraucht gekauft. Vor 2 Jahren, glaube ich. So ein großes Trampolin vom Garten. Ne? Und ja. Und mit der Zeit, immer wenn das so windig war, haben sich tatsächlich die Gestänge ein bisschen verbogen, ja. Und ich musste die dann schon ein bisschen reparieren und fixieren, dass alles zusammenhält. Und das Netz hatte auch schon kleine Löchlein. Und jetzt hat es bei diesem ganz krassen Sturm mal, jetzt im Winter, war es einmal richtig übel, stürmisch. Und da hat es mir wirklich das ganze Trampolin über den Gartenzaun geweht. Über die Straße, auf die andere Straßenseite ist es im Nachbarzaun hängen geblieben, ja. Und danach war es völlig kaputt. Es war komplett hinüber, die Gestänge waren komplett verbogen, also da konnte man auch nichts mehr retten und reparieren. Und vor allem, ja, da ist halt auch eine Frage der Sicherheit, ja, wenn meine Kinder da drauf rumhüpfen, dann muss das schon stabil und in Ordnung sein und nicht irgendwie angedetscht. Und so, dass man Angst hat, es fliegt irgendwas auseinander oder so. Und deswegen habe ich es leider entsorgen müssen. Jetzt haben wir leider keins mehr, ja. Leider, leider. Und so hat es mir auch ein paar andere Sachen halt jetzt über den Winter zerdeppert. Also es ist ziemlich viel kaputt gegangen mit diesem Sturm. Und mein Sichtschutz, den ich an meinem Gartenzaun angebracht habe, weil ich meinen Garten so vorne an der Straße halt habe, ja, wo ganz viele Leute dauernd vorbeifahren und vorbeilaufen, habe ich da so einen Sichtschutz noch angebracht und den hat es auch an einigen Stellen abgerissen. Naja, und dann halt die ganzen vertrockneten und kaputten Pflanzen und so. Ich habe meine Sonnenblumen vom letzten Jahr stehen lassen, weil das eben Futter ist für Vögel und so. Ja, die Sonnenblumenkerne können sich den ganzen Winter lang bedienen. Hier waren auch immer viele Vögel, es war echt schön anzusehen. Und jetzt muss man das halt alles mal ein bisschen abschneiden und ein bisschen fresh machen. Ja, und viel Müll ist auch in meinem Garten. Viel, viel Müll. Also viele Leute schmeißen echt immer irgendwie ihren Müll irgendwie. Wenn die da laufen weg, so kleine Kaugummipapierchen und Zigarettenschachteln und lauter so ein Scheiß und fliegt auch teilweise bei mir im Garten rum. Keine Ahnung, ob die das extra reinschmeißen oder ob es das nur reinweht, ich weiß es nicht. Aber muss man alles ein bisschen fresh machen und ja, eventuell mache ich so am Sonntag mal ein bisschen was. Wenn es schön ist, wenn es eisig kalt, windig, ekelhaft ist, dann habe ich da keine Lust. Nur wenn schönes Wetter ist, wenn die Sonne scheint und es angenehm ist. Ja, gucken wir mal. Am Samstag müssen wir jedenfalls drinnen jetzt einmal auch Gas geben. Das Bett vom Kleinen herrichten, das hat man jetzt auch schon 3 Wochen vor, aber dann war ja dauernd krank, krank, krank. Und ein bisschen was halt renovieren. Ganz viel Zeug an meiner Dusche muss ich was renovieren und ausbessern. Und ach, ein Haufen Sachen sind jedenfalls zu machen. Und ja, ich habe ganz viel vor und ja, ich hoffe, es klappt alles. So, jetzt schauen wir aber endlich mal hier ins Auktionshaus. Und ich gucke hier nochmal auf die Marke. Ja, sieht man auch hier oben, muss ja echt gar nicht hier schauen. Ne? Da sieht man es auch, dass es jetzt ein bisschen gesunken ist, aber ist immer noch zu teuer. Ja, dann schauen wir jetzt einmal hier. Okay, also dieses Ding, das geht echt steil hier. Das ist permanent oben im Moment, ja, mit dem Preis. Der Hammer, ich habe eingekauft für 40 Gold das Stück und jetzt ist es heute bei 106 Gold. Der Wahnsinn, echt. Und ich habe auch schon ein paar verkauft gehabt. Ja, wo ich schon dachte, das ist ein guter Preis, ja, für 65, für 72 und so. Und gestern habe ich, glaube ich, noch ein paar günstig einkaufen können und dann habe ich es gleich wieder weiterverkauft und heute ist es nochmal teurer. Gut, ich kann nichts machen, weil ich habe keine. Hier Automatikkammer, da können wir im Moment auch nichts machen. Zu teuer zum Einkaufen, zu billig zum Verkaufen und ich habe sowieso 300 Stück. Hier die Verstärkungsrune, da habe ich auch einige eingekauft in letzter Zeit. Also das meiste Gold ging wirklich für das raus, weil es ja doch ein bisschen teurer ist als die restlichen Sachen. Ach du,
Heilige Scheiße. Schaut euch das mal an. 500 Gold das Stück. Da muss ich gleich mal schauen. Da habe ich nämlich. Das war nämlich das, was ich eigentlich gemeint habe, wo ich eingekauft habe. Wo sind die jetzt? Welches waren das jetzt? Wo ist denn das jetzt? Moment. Aperos. 33 Stück habe ich. Im Gildentresor. 20 in den Taschen. Wo? Ich find's nicht. Da ist es. Boah, krass. Die habe ich gestern eingekauft. Genau, die waren das. Für 45 habe ich eingekauft gestern. Oh mein Gott. Genau, und habe aber keine eingestellt, weil der Preis mir noch zu billig war. Na dann tun wir jetzt mal 3 Stück rein, würde ich sagen, ja? Und dann schauen wir mal, ob da was geht. Heute ist Donnerstag, Raid-Tag. Ist ein Raid-Tag. Krass, echt. Ja, das ist natürlich schön. Boah, das wäre jetzt ein krasser Deal, echt. Für 45 eingekauft und für 500 wieder verkauft. Das wäre natürlich mega cool, ja? Schauen wir mal. Also hier die Runen, da habe ich ziemlich viele auch gekauft. 259 Stück habe ich insgesamt 374 Stück gekauft. Immer für um die 700 rum, ein paar habe ich auch für 500 ergattert, also ganz nice, ja. Und da habe ich natürlich viel ausgegeben, ja. Also wenn du hier 300 Stück kaufst, das Stück für 700, das läppert sich dann schon zusammen. Also da habe ich ziemlich viel jetzt an Invest gehabt. Oh mein Gott. nee, Quatsch. Nein, nix, oh mein Gott, passt schon. Ja, ich bin schon wieder ganz aufgeregt hier. Oh, ich liebe das so, dieses Traden, das macht so Spaß einfach. da bin ich ganz aufgeregt, okay. Das ist viel besser als ja, so manche anderen Sachen halt. Ja, also hier, ja, zum Verkaufen ist mir es noch zu wenig. Es kann schon noch ein bisschen hochgehen, da warte ich noch, ja. So für um die 900 kann man es verkaufen, das wäre mir jetzt zu wenig. Für 750 im Schnitt habe ich eingekauft. Nee, aber da warte ich mal noch, weil die wären noch teurer, ja. Da muss man jetzt einfach wieder Geduld haben, ja. Und wenn man halt ungeduldig ist und sich denkt, oh, ich habe so viele und ich habe so viel investiert und so und jetzt ist es ja wenig teurer, jetzt könnte ich eigentlich mal einstellen. Ja, nee, weil das ist noch zu wenig. Da kommt zu wenig Gewinn rum. Finde ich jetzt, ja. Ich meine, wenn man jetzt Angst hat, dann verkauft man jetzt. Oder wenn man sagt, boah, ich brauche jetzt dringend ein bisschen Gold, ja, dann kannst du schon auch ein paar verkaufen. Aber wenn, dann würde ich jetzt echt nur ein paar verkaufen, 10 Stück oder sowas. Aber ich warte hier einfach mal ab noch. So, das Ding, ja, das war jetzt immer bei, das notiere ich mir jetzt mal. Also da habe ich noch keine gekauft, das beobachte ich im Moment noch. Der Elementartrank, der macht, das ist der kleine. Von dem, der drunter steht, 50 Gold. Der war jetzt permanent auf 46. Heute ist mal 5 Gold mehr, aber ist jetzt nicht der Hit, ja. Dann dieses Ding, das habe ich für 43 eingekauft. Das war jetzt auch immer recht hoch, habe aber halt keins mehr. Und ja, können wir heute auch nichts machen, weil zu teuer zum Einkaufen und habe eh nichts mehr. Und zum Verkaufen habe ich nichts. Dann das da, das ist super günstig, da könnte man heute noch einkaufen, aber ich habe noch genug, ja, 151 Stück, da will ich erstmal wegen was verkaufen. Natürlich, man könnte jetzt noch mehr kaufen, ja, weil es wird wieder hochgehen, 100% wird es wieder hochgehen, das war auf 175 schon und da habe ich auch welche verkauft. Ja, der Heiltrank, der ist auch permanent oben in letzter Zeit. Ist jetzt auch nicht der Mega-Hit, man macht jetzt nicht so mega viel Gewinn damit, seht ihr ja, ne? Also da war jetzt bei diesem Heiltrank 21, war das Max, was ich gesehen habe, und gekauft für 15. Da habe ich auch keine mehr, da muss ich warten. Dieses Ding, das ist auch permanent oben in letzter Zeit, die Heulrune 24, ist heute, der Maxpreis war 28, was ich gesehen habe, gekauft für 14. Also hier auch kann man nichts machen gerade. Ja, dieser Mana-Trank, hier kann man auch ein bisschen einfach immer Gewinn machen. Ihr seht es hier auch, 3 Gold etwas eingekauft, verkauft für um die 6.
Ist jetzt nicht der Hit, aber ist immer mal ein bisschen was halt, ja. Habe ich gerade aber auch keine. Wenn ich welche hätte, würde ich jetzt auch einstellen. Ja, dann haben wir dieses Ding. Also das ist auch schön hoch wieder heute. Auch hier, ich habe eingekauft für 100 das Stück. Da muss ich mal schnell schauen, was habe ich mir hier notiert. Fiole des elementaren Chaos. Ja, ist heute nochmal... Nee, der Maxpreis war 197, was ich gesehen habe. Ich habe für 100 eingekauft und habe alle schon verkauft für 143 mal, ja. Das ist auch in Ordnung, ne? Da machst du 40 Gewinn pro Stück, das passt. Habe aber zu wenig eingekauft gehabt, da habe ich einfach nochmal ein bisschen gucken müssen erst, ja. Umso länger man es beobachtet, umso besser weiß man Bescheid und dann kann man wirklich in rauen Mengen einkaufen, wenn es billig ist. Also hier können wir auch nichts machen. Dann dieses Ding, das ist jetzt heute wieder gesunken. Gestern war es eben bei 5 Gold und da habe ich auch etliche verkauft. 6 Stück sind mir noch übrig. Ja, zum Einkaufen immer noch zu teuer. Das kannst du wirklich für ein Gold oder ein paar zerquetschte einkaufen. Und zum Verkaufen zu billig heute. Spektraler Grog, da können wir heute auch nichts machen. Das ist auch ja, zu teuer zum Einkaufen eigentlich. Und ja, geht gerade noch so. Ja, für 200 könnte man schon noch kaufen. Wobei, ich glaube, ich kaufe mal, wie viel habe ich denn da? 118, obwohl ich habe... Nee, komm, ich kaufe die zwei raus. Ja, es ist auch gut, man setzt sich hier immer halt so ein Limit, ja, dass man sagt, wenn es bei diesem Preis ist oder drunter, dann kaufe ich und wirklich konsequent dann auch kaufen. Und da bei dem Ding ist halt, wobei die Preise sich auch schon mal ein bisschen verschieben und so, ja, man muss auch schon ein bisschen flexibel sein. Aber... So bis 200 kann man kaufen, besser ist natürlich für 150 und verkaufen für, ja, da habe ich natürlich viel zu billig verkauft, das waren die ersten, ja, die ich da verkauft hatte. Da hatte ich auch welche selber noch im Inventar. Ja, verkaufen so um die 300, da habe ich auch ein paar verkauft für um die 300, weiß nicht, warum es nicht drin steht. Dann dieses Ding. Mit dem geht bisher auch noch nicht wirklich viel. Diese teuflisch gefüllten Eier. Ah ja, die muss ich mir noch anmarkieren, dass ich da welche habe. Da mache ich mir nämlich immer so eine kleine Markierung von den Sachen, die ich habe. Für 10 eingekauft. Und Maxpreis waren 23, bis, was ich bisher gesehen habe. Also hier kann man heute auch nichts machen. So, dann haben wir den da, der ist auch sehr hoch, nee, nicht sehr hoch, relativ hoch, sehr stabil, wollte ich sagen, in letzter Zeit. Also der Preis ist immer recht hoch. Ich habe den gekauft für 17 und der war neulich aber noch höher, ja, der war drin für 99 Maxpreis. Also da geht noch was, ja. Ich hoffe mal, der geht jetzt mal noch runter, damit ich wieder welche einkaufen kann. Okay, ja, dazu habe ich gerade schon was gesagt. Ich habe welche reingestellt. Bis jetzt haben sie sich noch nicht verkauft. Ja, schauen wir mal. Vielleicht ist es auch zu teuer. Werden wir sehen. Aber ist mir egal. Einfach mal abwarten. So, dann haben wir dieses Ding. Das ist die Vantus Rune Amyrdrasil. Da habe ich noch keine. Die habe ich jetzt immer gesehen für 208. Ah ja, die sind auch billiger jetzt. 280 war das Minimum, was ich gesehen habe, und das Maximum 330. Das heißt, da könnten wir jetzt auch mal ein paar kaufen. 198 ist ein guter Preis. Dann kaufen wir doch mal 20 Stück. Naja, kaufen wir mal 25. Aber, ja, wobei, nee. Ich kaufe 20, weil ich weiß halt, wie gesagt, nicht, ob die rausgehen. Ja, weil bis jetzt haben diese Runen. Es waren jetzt alle mal ein bisschen teurer drin, aber verkauft haben die sich noch nicht, ja. Gestern hatte ich ja eingestellt, was habe ich jetzt hier noch? Gewölbe. Gewölbe, genau, Gewölbe habe ich gestern auch gekauft für 84. Heute ist es wieder auf 198. Und das ist auch der Maxpreis. Mhm. Ja, dann... Können wir doch da auch mal noch was einstellen. Gewölbe, wo haben wir das da? Da stellen wir doch auch mal zwei ein und schauen mal, ob es
funktioniert. Gucken wir mal. So, dann haben wir das hier. Oh, das ist absoluter Tiefstpreis hier heute. 149. Nein, stimmt nicht. Falsch. Hab's auch schon gesehen für 125. Ich habe es nur mal teurer eingekauft, ja. Und der Maxpreis waren 119. Okay, dann machen wir da jetzt nichts. Das lassen wir so. Und dann haben wir noch das. Das ist auch recht billig heute, aber ich brauche nichts kaufen. Ich habe eingekauft für 25. Minimumpreis waren 23, was ich gesehen habe. Und ja, verkauft habe ich für 64. Also, das war mein bester Preis bisher. Und der höchste Preis waren 67. Also, da braucht man auch nichts machen. Ich brauche keine kaufen, weil ich habe genügend noch. Und ja, verkaufen können wir auch nichts. Okay, gut, dann sind wir schon mal einmal hier durch. Gucken wir nochmal schnell, ja. Gucken wir mal nochmal schnell im Schnelldurchlauf, ob sich schnell noch irgendwas geändert hat. Ich sehe nichts. Spektraler Grog 209. Ja, genau, da habe ich jetzt die für 200 rausgekauft. Ja, gut, okay, dann schauen wir mal hier rein. Also, hier ist reichlich noch drin. Und dann verkaufen wir einfach wieder irgendwas, ne? Fangen wir einfach mal an. So, und dann werden wir mal schauen. Was mir jetzt noch fehlt hier im Sortiment, sind die ganzen Sockel. Da weiß ich aber nicht, ob das sich rentiert, weil Sockel braucht man halt doch nicht ständig. Ja, man kriegt nicht irgendwie permanent neues Gear. Und wenn man auf Best-in-Slot-Gear ist, dann braucht man es eh nicht mehr. Weiß ich nicht. Ob es sich rentiert, muss man mal schauen. Muss ich mir noch angucken. Das Beste sind trotzdem nach wie vor hier die Raid Buff Sachen, ja, das seht ihr ja, also alles was jetzt hier ist, diese Runen ausgenommen, die ganzen Raid Buff Sachen, die braucht, werden einfach permanent gebraucht, die verbrauchen sich, du brauchst immer wieder neue, ne, für jeden Raid brauchst du neues Zeug, also das geht einfach am besten. Gut, also los geht's. Das kann jetzt zum Händler, das will keiner haben. Ja, genau, hier hatte ich gestern eingestellt, da waren die noch ein wenig teurer, ja. Das habe ich gesagt, zu dem Preis ist es okay für mich zu verkaufen, hat sich aber nicht verkauft. Also, geht nicht so gut im Moment, dieser spektrale Grog. Aber, einfach mal abwarten, auch hier Geduld haben und nicht die Nerven verlieren. So, dann schauen wir nochmal hier das Zeug durch, wovon ich was habe. Nee, hier braucht man nichts machen. Da auch nicht, jetzt haben wir ja gerade schon alles geguckt. Ich gucke jetzt trotzdem nochmal hier in dem Reiter einfach nach. Ja, da steht drin. Hier muss man einfach schauen, ob man noch vorne dran ist. Ansonsten halt nachlegen. Diese Runen, was ich nicht verstehe, warum sortiert man das so blöd? Warum tut es mir nicht die Runen alle hintereinander sortieren? Ist ein wenig komisch. Naja, nicht so schlimm, gell? Ja, das muss wieder in die Bank rein. Das nehme ich auch für den Winter. Mal ganz schnell, mal ganz kurz hier ein bisschen Ordnung schaffen. Einmal das eine Ding schnell verkaufen da. Wo haben wir es denn jetzt? Ja, das kann weg. Und dann steigen wir gleich wieder ab, dass keiner motzt, ne? Und dann schmeißen wir mal. Hier, schaut mal. Schön, oder? Was für ein wunderschönes Sortiment ich habe. Wunderschönes Warenlager, ja. Das sind hier ein paar K, die hier rumliegen. So, und da können wir wieder was reinsortieren. Das kommt hier mit rein. Das heben wir uns für den Winter auf und schauen, ob wir es da loswerden. Das war's. Mehr braucht jetzt da nicht rein. Das, genau. Okay. Haben wir da noch was? Ah ja, da habe ich noch meine gewonnenen Auktionen. Muss ich nochmal schnell in die Geldbank. Oh, mein Aquarium plätschert wieder ganz laut. Hört ihr es? Das bedeutet, es ist wieder mal angesagt, Wasser nachzufüllen, wenn das so laut ist. So, das muss hier mit rein. Gut, passt. Also dann, einstellen. Los, los. Los, los, los. Trank, der, was ist hier mit? Das ist günstiger, oder was? Wo ist er denn? Wo ist denn der Trank da? Nee. Kann man nichts machen. So.
Also, da sind wir jetzt, genau. Das habe ich jetzt gekauft, genau. Also, das muss man jetzt auch beobachten. Das ist Amitrasil 280, 330, 328, 322 waren die Preise der letzten Tage. Ja, man sieht es auch hier. Warum schreibe ich mir das nochmal auf, wenn ich es auch hier sehe? Weil hier das nicht ewig hält, ja. Hier sind bloß von einer Woche ungefähr die Daten. Und ich will mir aber die Max- und Min-Preise dahin schreiben, dass mir da nichts untergeht. Ah ja, es geht auch noch billiger, ja, 150. Nun gut, beobachten wir es einfach mal. So, weiter geht's. Hier müssen wir nichts machen. Rezepte alle rein. Ja, da ist fast überall noch was drin. Ja, das ist mir zu billig, das lassen wir sein. Da warte ich einfach, bis alle anderen ihre ganzen Winterhauch-Rezepte aufgebraucht haben. Und dann komme ich, ja, weil ich habe da noch welche. Halt, was war das? Ah ja, das kann für 9 Gold rein, so, das passt schon. So, dann hier noch eins. Ja, hier habe ich halt wieder Konkurrenz, deswegen haben wir ein bisschen durcheinandere Preise, aber ist egal. So, das kommt alles, wie gesagt, teuer rein. Um den Preis irgendwie ein bisschen anzukurbeln. Mal schauen. Ja! Bestimmt. Ah ja, schaut, das verkauft sich jetzt auch schön. 12 Stück verkauft, ja, wenn man es für 9 Gold reintut. Und das passt für mich so. Das geht auch so ganz langsam, läuft es auch mal an, auch für 9 Gold. Das passt, das passt. Ist auch noch drin, das auch. Passt auch noch. So, dann haben wir dieses Ding. Da geht halt immer noch nichts. Aber ich probiere es einfach weiter, ja. Ich will es einfach nicht wegschmeißen. Und ich habe auch keine Lust, es zu leveln, ja. Gesammelt 1 von 3. Ja, nee, mir wurscht. Raus damit. So, dann haben wir hier, das kostet 10. Ja, das geht auch nicht für 19 weg. Muss es aber, weil es sonst zu billig ist im Vergleich zum Einkaufspreis. So, hier auch die, ne, für 9 geht immer mal eins weg. Okay, da müssen wir jetzt mal schauen. Mal ein bisschen was in die Bank zurücklegen von diesen ganzen Rezepten. Da habe ich doch recht viele teilweise. Und wieder schauen, was wir noch alles mitnehmen müssen. Also, dann schauen wir mal hier. Gucken wir mal. Weißen Fisch. Das ist der andere. Da habe ich aber nur einen, das kann drin bleiben. Nee. Die legen wir jetzt mal da oben rauf. Die bleiben drin. So, dann haben wir hier scharfer Geräusch. Ach so, ich kann ja hier nachschauen. Da habe ich nämlich gar keinen. Da müssen wir nämlich was mitnehmen. Ach nee, ich muss aber erst reinlegen, das hilft nichts. Hier habe ich 3 Stück nämlich im Inventar. Da können wir dann ein paar zurücklegen, dass wir Platz für die anderen Sachen haben. Das sind 2 drin. Legen wir auch eins zurück. Sortieren, sortieren, macht ja so viel Spaß. Davon haben wir 3. Da nehmen wir auch ein paar wieder in die Bank rein. Und einen Machtfisch, da haben wir 2. Können wir auch einen zurücklegen. Wo bist du denn? Das ist der andere. Das ist das Steak. Hier haben wir den gekochten. Einen zurück. Und da gleich noch das Steak mit rein. Da haben wir auch hier 2. Genau, passt. So, gehen wir weiter. Hier haben wir den Lebkuchen. Lebkuchen. Hier geht auch einer in die Bank. Und dann haben wir noch den Matsch-Sch-Sch-Sch-Schnapper. So. Und als nächstes haben wir, hier habe ich übrigens diese riesigen Dinosaurierknochen, wo ich euch neulich irgendwas erzählt habe. Irgendwas habe ich euch da erzählt. Ich weiß zwar nicht mehr was, aber irgendwas war es. Wie im letzten Video, glaube ich. Ja.
Das sind die da. Da muss ich noch ein paar sammeln, ja. Wahrscheinlich könnte man es auch im Auktionshaus einfach rauskaufen. Aber nein, ich will das selber machen, okay? So, dann haben wir hier das da. Das Omelett. Da tun wir auch mal zwei zurück. Na, gehst du rein. Und hier das hier. Da haben wir ja ziemlich viele im Inventar. Können wir mal ein paar zurücklegen. So viele braucht man nicht da drin. Mal kurz mein Mauspad ein wenig verschieben. So. Oh, und ich muss meine Maus anstecken, ja. Das muss ich nachher gleich machen. Erinnert mich dran, damit ich nicht wieder morgen im Stream dann wieder Problem habe, dass dann die Maus wieder leer geht und ich die anstecken muss und sich dann wieder irgendwas aufhängt und so. Und außerdem mit nicht angesteckter Maus spielt sich's einfach lockerer als mit angesteckter. Deswegen anstecken, wenn man nichts gerade hier zu tun hat. So, das war's, glaube ich. Ja, jetzt habe ich nur noch eins drin. Genau. Gut, super. Dann können wir jetzt schon wieder auffüllen. Also, das legen wir rein. Ja, wie gesagt, schaut es euch bitte an hier. Ist es nicht ein Traum? Also, ich finde es wundervoll. Gefällt mir sehr gut. Und so hat es auch vor ein paar Jahren bei mir ausgesehen, ja, wo ich eben diese ganzen Raid Buff Sachen immer getradet habe. Da hatte ich wirklich die ganze Bank voll. Da, ich weiß gar nicht, ob ich da schon eine Gildenbank hatte. Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall war alles voll. Doch, doch, ich hatte eine Gildenbank mit Raid Buff Geschichten. Wirklich ein ganzes Buffhut, ein ganzes Gildenbankfach voll nur mit Flask, ja. Also, das war der Wahnsinn. Und so möchte ich das wieder aufziehen, ja. Aber muss halt gucken wegen Gold, weil kann nicht so arg viel investieren, weil sonst habe ich gar nichts mehr. Immer ein bisschen schauen. Aber muss man einfach Geduld haben, wird schon. So. Ja, dann nehmen wir einfach mal wieder raus. Einfach alles, ja, hier muss ich rote Dinger herstellen wieder. Muss ich mit Main machen. Ancona holen. Ah ja, da habe ich gerade eins reingestellt, da brauchen wir jetzt keins. Das hatte sich verkauft, dann nehmen wir auch wieder eins mit, dann nehmen wir eins mit. Das habe ich alles schon, das passt schon. Davon noch. Ah, jetzt habe ich zweimal den gleichen genommen. Das ist natürlich blöd. So, dann haben wir diese ganzen Schlangenviecher, Präriehund. Haben wir hier noch was? Ne, da haben wir nichts. Blümchen noch. Genau. Blümchen gehen jetzt auch zur Neige. Und dann schaue ich mal, ob ich welche nachkaufe oder nicht. So, jetzt habe ich alles im Inventar. So, jetzt gucke ich gleich nochmal hier. 2,99. 7,99. Ich sinkt schon wieder, ja. Ist aber nur 1. Ist mir aber auch zu teuer zum Einkaufen. Also 7,50 ist hier meine Schmerzgrenze, ja. Alles, was drunter ist, das kaufe ich. Und verkaufen, naja, so ab 900. Ja, sagen wir 8,90 vielleicht. So ungefähr. Also einfach Geduld haben und abwarten, ist hier die Devise. Ja, da hat sich jetzt nichts besonders getan, dass ich irgendwas machen könnte. Nee. Gut. Schade. Kann man heute nichts machen. Schade, schade. Bisschen was habe ich ja eingekauft, aber sonst nichts zu tun. Was geht denn? Nee, nee, wir bleiben schön bei 9 Gold, ja. Das könnt ihr dann alles machen, wenn ich meine Sachen weg habe. Dann könntet ihr das hier für 5 Milliarden Gold alles verkaufen. So, schauen wir nochmal, wie es mit den Runen ausschaut. Ah ja, da setze ich wieder eins nach. Ich mache jetzt mal nur eins. Und die anderen sind da. Wie sieht es hier aus? Ach so, da habe ich ja nur eingekauft. Da kann ich sagen, erstes hier mit 500. Ja, die ist immer noch drin. Das ist schon arg teuer wahrscheinlich. Naja, warten wir mal ab. Ich kann auf jeden Fall schön mitgehen mit den Preisen, weil ich habe ein paar. 20 Stück habe ich, glaube ich, gekauft. So, gucken wir hier einmal noch durch. Okay, da ist alles drin. Das habe ich, glaube ich, auch schon alles. Diese depperte Spinne, was ist mit der? Ja, die habe ich auch. Schlangen. Ja, die gehen jetzt auch, ja.
Empfehlen auch einigermaßen raus für 9. Die braune geht halt immer noch am besten, ja, 15 Stück schon verkauft. Wie schaut es hier aus? Und die anderen zwei gehen halt nicht so gut. Auch hier, warum? Ich weiß es nicht. Es ist wie mit dem weißen Mottenei, ja? Keine Ahnung, echt. Vielleicht ist es besonders schön, keine Ahnung. Das geht jetzt auch gut für 9 Gold. Der Baumfrosch, naja, geht so. Hier, das ist alles schon drin, das habe ich alles gerade schon geschaut. Da haben wir noch das da, ah ja, da müssen wir da eins nachlegen. Dann haben wir die ganzen Drachenfalken, die gehen jetzt auch so einigermaßen für 9. Geht so, ja. Diese Natter noch, ja, da hat sie jetzt auch Gott sei Dank endlich mal eine verkauft. Aber das ist auch wieder jetzt Blödsinn. TSM sagt, ich habe eine verkauft vor 47 Tagen. Das stimmt nicht, ja, weil ich hatte ja vorhin das Gold für dieses Pad im Dings, im Postfach drin. Also die habe ich ja jetzt verkauft. Vielleicht braucht aber TSM auch eine Weile, um es nachzurattern. Ich weiß es nicht. Ist auch wurscht, ich stelle wieder eins rein. So, dann haben wir das Ding. Ja, da geht, ah ja, doch, ach nee, da war das, was ich, ja, ich nehme alles zurück. Sorry, TSM kann nichts dafür. Nein, das war nicht die Albino-Natter, sondern hier das da. Die Katze war es, die ich verkauft hatte, ja. Also, alles zurück. So, da können wir nichts machen. Da hat schon mal eins rein. Was ist hiermit? Das ist noch drin. Gut, dann war es das. Sind wir schon fertig. Schauen wir noch mal hier drauf, weil ansonsten wäre ich nicht schon durch für heute, ja. Nee, kann man nichts machen heute hier. Nichts Besonderes. Habe nichts zum Traden heute. Schade. Ja, ich brauche einfach noch mehr Sachen. Ich habe noch nicht von allen Sachen Vorräte. Ich habe keine Viole der Inbrunst. Ich habe keinen Elementartrank der Macht und der ultimativen Macht auch nicht. Ich habe keine Heiltränke, ich habe keine Heulrunen, keine Mana-Tränke. Viole des elementaren Chaos habe ich auch nicht. Und Trank des verstummten Zephyrs fehlt mir auch. Von den anderen habe ich, aber die sind halt billig heute. Also kann man leider heute nichts machen, deswegen muss ich schon schauen, dass mein Sortiment einigermaßen, ja schon, wenn was ist und nicht nur 2 Items, weil sonst kannst du nichts machen, ja. Sonst ist es langweilig. Also jetzt haben wir heute uns die 3 Sachen angeschaut. Da schauen wir jetzt einfach mal. Wie schaut es mit der Marke aus? Immer noch teuer. Ja, sehr praktisch, wenn man hier hochschauen kann einfach. Hä, was ist hier jetzt? Achso, das ist ja die ich gekauft habe. Ich komme immer wieder durcheinander. Das ist immer noch drin. Ja, ist halt schon recht teuer. Nee. Also, schaut nicht so aus, als würde hier heute was gehen. Schade, aber gut. Man muss einfach Geduld haben, ja? Geduld, Geduld, Geduld. Hier ist auch nichts mehr drin, außer private Post. Ja. Gut, dann würde ich sagen, gehe ich wieder auf. Das war's für heute, ja? Ich bedanke mich ganz herzlich für die großzügige Spende. Herzlichen Dank, das ist super. Da kann ich noch ein bisschen meine Vorräte aufstocken. Also wie gesagt, ein paar Sachen fehlen mir ja noch, dass ich wirklich immer dauerhaft alles da habe und dann wirklich immer schauen kann, hier, da ist gerade der Preis hoch, da kannst du gerade einstellen, ja. Es muss wirklich immer was da sein im Idealfall. Also herzlichen Dank dafür. Vielen Dank euch allen für eure ganzen lieben Kommentare immer unter meinen Videos, für die Genesungswünsche, für eure Tipps und Tricks, die ihr teilt. Ich teile sie immer gerne weiter, ja. Das ist wirklich wunderbar. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, danke fürs Zuschauen auch. Und vergesst nicht, das Mantra zu sprechen. Jasmin, bleib gesund. Jasmin, bleib gesund, okay? Ja, und dann hoffe ich und bin auch guter Dinge, dass wir uns morgen früh um 10 Uhr live auf Twitch sehen. Oh mein Gott, ich war jetzt so lange schon wieder weg, ich weiß gar nicht mehr, wie es geht. Nee, Quatsch. Ist ja jetzt nicht schwer, war nur Spaß. Ja, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich hoffe, es geht alles glatt und es klappt alles und so. Und wird schon passen, gell? Und dann schauen wir einfach mal, was wir morgen machen. Schauen wir nochmal ganz kurz in den Kalender schnell rein. Was steht denn im Moment eigentlich so an? Oh nee, ich habe alles verpasst, ja. Ich habe alles verpasst. Ich habe mich so gefreut aufs Mondfest. Ja gut, da habe ich ein bisschen was gemacht, ja. Ich habe mich gefreut auf den Dunkelmond-Jahrmarkt. Ich habe mich gefreut auf das Dings,
Valentinsfest und ich habe einfach alles verpasst jetzt. Ja gut, kannst du nichts machen, gell? Außer am Sonntag ist wieder Dunkelmond-Jahrmarkt. Was ist sonst so? Was sind denn das für komische Sternchen hier? Der große Style-Check, was ist das denn? Was ist denn der Style-Check? Staubt eure Schulterstücke ab. Modewettbewerb, hä? Transmogrifizierer. Ja, komisch, keine Ahnung. Was ist das? Zeigt's. Ach so, die Dinosaurier in Yes ist echt Unguru, Anguru oder so, keine Ahnung. Werden unruhig, aha. Na dann. Jubiläum von Hearthstone. Da kriegt man bestimmt wieder irgendein Geschenk, oder? Na, da bin ich ja gespannt. Ah ja, und wir müssen auch noch gucken auf diesen Tisch, wo man Aufträge aufnehmen kann. Das muss ich aber mit Main machen. Das können wir ja dann morgen machen, ja? Oh, und da fängt jetzt dann schon wieder an, Nobelgartenfest, also Osterfest. Da gibt es auch ein paar Sachen abzustauben zum Traden, glaube ich. Und dann hier Kinderwoche. Naja, es gibt immer irgendwas, ja. Also hier ist wirklich wahnsinnig viel drin. Wenn ich was überlege im Vergleich zu früher, da waren es nicht so viele Sachen. Hä, wieso? Hä? Wieso bin ich jetzt wieder da? Ich habe ganz runtergescrollt und bin jetzt wieder oben. Komisch. Was? Ach, 2017? Das ist ja krass. Man kann hier echt ganz weit zurückscrollen. Schaut mal. Das wusste ich ja gar nicht. T-Shirt-Tag? Was ist ein T-Shirt-Tag? Händler wurden an verschiedenen Orten über ganz Asien die T-Shirts zum absoluten Spottpreis verkaufen, nämlich gratis. Ah ja, interessant. Und na gut, T-Shirt-Tag. Ja, apropos T-Shirt, ich suche immer noch was für meine T-Shirts. Ja, ich möchte gerne meine Zeichnungen auf T-Shirts drucken lassen und anbieten. Ja, für euch. Und ich habe ja zu Weihnachten ein T-Shirt verschenkt mit meiner Zeichnung drauf gedruckt. Ja, aber ich bin mir unschlüssig mit Shop und so weiter. Also Spreadshirt kommt für mich nicht in Frage, weil für mich da echt das zu billig ist. Ganz ehrlich. Da kriegst du ja so einen kleinen Anteil, wenn sich deine Sachen verkaufen. Und was man da bekommt, das ist mir echt zu wenig. Also ganz ehrlich, hier in meiner Zeichnungen, da ist ganz viel Liebe drin und so. Und da möchte ich nicht nur 1,50 haben dafür. Nee, also ich muss mir da noch was überlegen. Ich bin schon am Schauen und am Gucken, wie ich das am gescheitesten machen könnte. Ich möchte eine ordentliche Qualität haben, dass es ein gescheiter Druck ist und es auch vernünftig hält und man es auch in der Waschmaschine waschen kann, ja. Weil das muss schon auch praktikabel sein. Und ja, Online-Shop irgendwas, keine Ahnung. Muss ich mal gucken. Vielleicht weiß ja einer von euch noch irgendwas Cooles, was es sonst noch so gibt, außer Spreadshirt und auf Amazon gibt es das ja auch, aber da hat man auch nur eine Marge von 1,40 und nee, ganz ehrlich, nein, echt nicht, nee, da bin ich raus. Nun gut, ihr Lieben, ich hoffe, euch geht es gut und ich freue mich, wenn wir uns morgen live sehen. Wenn der ein oder andere Lust hat und Zeit hat, dann freue ich mich da drauf. Ja, und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Donnerstag. Nimm mal lang, haltet durch, es ist bald Wochenende. Und ja, dann bis morgen. Tschüss.